Hallo und herzlich willkommen. Ich bringe hier die richtige Stimmung, also mit meiner Stimme meine ich natürlich. Also herzlich willkommen, wir sprechen heute über Cyberpeace. Nur ein ziviles Internet ist nachhaltig. Das ist Stefan Hügel und ich bin Rainer Rehak. Und wir sind beide vom FIF, vom Forum InformatikerInnen für Frieden und gesellschaftliche Verantwortung. Ich bin Informatiker am Weizenbaum-Institut für die vernetzte Gesellschaft. Virenschutz brauchen wir nicht. Wir machen Updates, sowieso viel besser. Und dann übergebe ich jetzt an Stefan Hügel. Ja, Cyberpeace, nur ein ziviles Internet, ist nachhaltig. Worum geht es in unserem Vortrag und was wollen wir eigentlich erzählen und was hat das Ganze mit Bits und Bäume zu tun? Letztendlich Cyberpeace ist quasi unser Gegenkonzept zum Cyberwar. Also der Militarisierung auch des Internet, die in verschiedenen Facetten vonstatten geht, und zwar dann eben aus der militärischen Sicht. Wir haben ja jetzt eben gehört, wie das Ganze aussieht, wenn es aus der zivilen Sicht gemacht wird, quasi diese Komplettüberwachung im Internet. Und wir haben ja schon vor einigen Jahren, nämlich durch die Enthüllungen von Edward Snowden, schon wieder 5 Jahre her, erfahren, dass auch das Internet aus militärischer Sicht, nämlich von Geheimdiensten, von militärischen Geheimdiensten, umfassend überwacht wird, auch bei uns. Seither ist erschreckend wenig passiert und wir werden jetzt die einzelnen Aspekte einerseits dieser Überwachung und andererseits aber auch des Militärs im Internet kurz oder auch zusammenstellen. Das ist der Inhalt unseres folgenden Vortrags. Wir haben uns natürlich auch überlegt, was hat das Ganze jetzt mit Bits und Bäume zu tun? Warum sind wir eigentlich hier? Und haben dabei festgestellt, es gibt eine ganze Menge Berührungspunkte auch zwischen dem Thema, das wir hier behandeln wollen, und dem Thema Bits und Bäume. Wir werden heute früher auch schon, wo das Thema Datenschutz und Ökologie unten im Raum ADA, also ein großes Panel, auch da wurde dieses Thema schon diskutiert. Und es gibt auch einfach eine ganze Reihe von Berührungspunkten, die damit dann auch zusammenhängen. Einmal mit dem Krieg, also wir sind ein Forum für Frieden. Das ist auch eins unserer Kern, natürlich damit eins der Kernthemen, über das wir arbeiten, aber dann auch ganz speziell der Cyberkrieg und der Krieg auf der Informatikebene. So, das erste natürlich, heute in den letzten Tagen redet man viel drüber, es ist 100 Jahre her, dass der Erste Weltkrieg zu Ende war. Und das Erste, was ein Krieg natürlich verursacht, ist unsägliches menschliches Leid. Insofern ist es eigentlich fast zynisch, über Krieg und Umwelt überhaupt nur nachzudenken, weil das andere eigentlich noch viel schlimmer ist. Wir haben es trotzdem getan. Und sind dann zu diesen Ergebnissen gekommen. Also wir haben einmal ist letztendlich jede Nachhaltigkeit, ist Frieden die Basis. Nichts wirkt so zerstörend auf Umwelt und Gesellschaft wie militärische Konflikte. Wie gesagt, vom menschlichen Leid, die so ein Krieg verursacht, überhaupt nicht zu reden, aber auch insgesamt. Kriege sind heute zunehmend Kriege um natürliche Ressourcen. Das war sehr präsent vor ungefähr 25 Jahren, als der Irakkrieg stattfand, wo tatsächlich die Gegenkampagnen auch noch waren, kein Blut für Öl. Die Älteren unter euch mögen sich vielleicht erinnern. Schon eine ganze Weile her. Aber es geht nicht nur um Öl, es geht um Wasser, es geht um Nahrung. Das ist heute auch die Ursache für Kriege. Es geht um natürliche Ressourcen. Und damit geht jede Form des Krieges, auch der Cyberkrieg, letztlich um dieses Thema. Wir haben eine Infrastruktur, die zunehmend auch anfällig wird für Angriffe, gerade Cyberangriffe, gerade weil sie eben sehr stark vernetzt ist. Unsere ganzen Grundbedürfnisse hängen letztendlich von solchen Systemen ab, die dadurch auch sehr viel anfälliger werden, als sie früher, also gerade für Cyberangriffe, für Angriffe auf der Informationsebene sehr viel anfälliger sind, als es vielleicht früher der Fall war. Und es ist sehr viel stärker von funktionierender IT abhängig und das wird wahrscheinlich noch weitergehen, weil wir reden im Moment davon, wenn wir erneuerbare Energien nutzen wollen,
gibt es aus verschiedenen Gründen, auf die kann man jetzt wahrscheinlich noch gar nicht alle eingehen, aus verschiedenen Gründen brauchen wir sehr viel mehr Vernetzung, sehr viel mehr IT-Steuerung und damit wird das Ganze eben noch anfälliger für entsprechende Angriffe. Genau, da steht es, die Nutzung erneuerbarer Energie hängt von IT-getriebener Steuerung und Vernetzung ab. Aber das ist jetzt fast schon Allgemeinplatz. Natürlich alles Geld, was in den Krieg gesteckt wird, fehlt irgendwo anders. Und damit alles natürlich auch an einer nachhaltigen Entwicklung. Das ist eigentlich eine ziemlich offensichtliche Aussage. So, der Virenschutz geht nicht weg. Ich kümmere mich um die Viren. Gut, warum ist das Ganze eine Gefahr für die Zivilgesellschaft? Und jetzt, wo fangen wir eigentlich an mit dem Cyberkrieg? Und ich glaube, da kann man jetzt auch den Bogen schlagen zu dem Vortrag von eben. Eben hatten wir eben diese doch sehr umfassende zivile Überwachung, die auch immer weiter verfeinert wird in China. Und für mich ist es nicht so klar, inwiefern sich das auch zu uns hin entwickeln wird. Reden wir zum Beispiel von hier in Berlin, vom Bahnhof Südkreuz, wo ja solche Experimente auch schon gemacht werden, die natürlich erstmal ein kleiner Anfang sind, im Gegensatz zu dem, was vielleicht in China schon passiert. Aber es ist eben ein Anfang und geht auch in eine ähnliche Richtung. Wir haben aber auch eine ganz andere Überwachung und das ist eben das, was ich am Anfang erwähnt habe. Edward Snowden, erinnert euch, vor 5 Jahren, als er mit diesen Papieren der NSA an die Öffentlichkeit gegangen ist. Nur ganz kurz zur Erinnerung, das ging los mit PRISM, also dem Zugriff von Nachrichtendiensten auf die ganzen Datenbestände, die wir bei verschiedenen Providern, also in dem Fall nicht der lokale Host-Provider, sondern die Big Five, also was wir haben bei Apple in der iCloud liegen haben, was wir möglicherweise bei Microsoft liegen haben, was wir bei Google oder Facebook haben, direkter Zugriff von Nachrichtendiensten auf diese Datenbestände. Und das Zweite, und da gehören beide dazu, die da jetzt stehen, Tempora und Upstream, das eine in Großbritannien, das andere in den USA, dass eben an entsprechenden Knotenpunkten auch der komplette Netzverkehr abgegriffen wird und auch überwacht wird. Ich selber komme aus Frankfurt, da ist ja der weltgrößte Internetknoten, DE6, die versuchen sich da auch immer ein bisschen dagegen zu wehren, aber ich glaube nicht so richtig erfolgreich, also auch da werden einfach Daten abgegriffen. Was sicherlich die Snowden-Enthüllungen jetzt gebracht haben und was auch ein bisschen Sand in das Getriebe streut, ist, dass viel mehr verschlüsselt wird heutzutage. Das Bewusstsein für die Notwendigkeit von Verschlüsselung ist gestiegen. Aber auch da gibt es Initiativen, diese Verschlüsselung eben auch wieder aufzubrechen. Da wird man sicherlich abwarten müssen, wie erfolgreich die sein werden. Aber auf jeden Fall gibt es die. Jetzt werden wir alle überwacht, es werden aber vor allem eben auch, und das ist vielleicht auch die Aufgabe von Geheimdiensten, die Überwachung von Macht- und Entscheidungsträgerinnen. Wir hatten, was ja zumindest in der Presse in Deutschland damals breit diskutiert wurde, vor 4 Jahren war es, glaube ich, als eben festgestellt wurde, dass auch das Handy von unserer Bundeskanzlerin Merkel überwacht wurde. Wie gesagt, da kann man jetzt sagen, gut, das ist die Aufgabe von Geheimdienst, Regierungsmitglieder zu überwachen. Aber bei befreundeten Staaten ist das natürlich immer wieder gleich ein bisschen fragwürdig. Und das Entscheidende an der Stelle ist, dass das überhaupt möglich ist, dass sie das überhaupt können. Hier vielleicht wieder den Bogen zur Umwelt zu schlagen. Es gab 2015 in Kopenhagen 2009, die Klimaverhandlungen, genau, das war so eine der ersten größeren Aktivitäten von Obama damals. Und da waren zum Beispiel den USA auch die Positionen ihrer Verhandlungspartner vorher schon bekannt. Und da konnten sie natürlich ihre Verhandlungen darauf ausrichten, sich darauf einstellen. Also auch an solchen Stellen hilft, sage ich jetzt mal, diese Überwachung von den Geheimdiensten. So, wie mache ich sowas? Voraussetzung für diese Überwachung, ich muss ja irgendwie in die Computer eindringen, ich muss sie irgendwie manipulieren können. Das heißt, ich muss die Rechner manipulieren, ich muss was an ihnen ändern, ich muss Schwachstellen entweder nutzen, die es vielleicht schon gibt, vielleicht baue ich auch irgendwelche Schwachstellen ein. Das heißt, es gibt quasi so auf der Mikroebene heute schon sowas wie einen ständigen Angriff auf diese Systeme. Und zwar dann, wenn man sie eben überwachen will, weil man sie eben nicht so überwachen kann, wie sie einfach sind, sondern weil man entsprechende Lücken da dann auch einbauen muss. Und die Folge davon, wenn das in breiter
auf breiter Front geschieht, dass wir tatsächlich unzuverlässige und unsichere Computersysteme dann auch flächendeckend bekommen. Weil diese Lücken oder diese Schutzlücken, die da eingebaut werden, können natürlich auch von anderen genutzt werden, also auch von, ich sage jetzt mal, wenn ich den Geheimdiensten gute Absichten unterstelle, was ich nur sehr ungern tue, aber wenn ich jetzt wirklich von Terroristen rede, von Kriminellen, die können das dann natürlich auch, weil wenn die Lücke mal da ist, wenn die Schwachstelle da ist, dann fragt die nicht danach, wer es jetzt ist, der versucht, da in das Rechnersystem einzudringen. So, und von dem reibungslosen Funktionieren, und jetzt kommen wir wieder zurück zur Vernetzung, auch zur Nachhaltigkeit. Die Gesellschaft ist ja letztendlich davon abhängig. Wenn unsere Energieversorgung von solchen Systemen abhängt und die dann relativ leicht angegriffen werden können, dann sieht man eben, dass das tatsächlich ein Spiel mit dem Feuer ist. Und deswegen auch eine unserer zentralen Forderungen, da wird Rainer nachher noch genauer drauf eingehen, diese Systeme dann auch entsprechend abzusichern. So, was wir heute einfach haben, ist dieses staatlichen Cyberkrieger, haben wir sie hier genannt, die haben eben auch massiv Ressourcen, also die haben einfach das Geld, sowas zu machen. Wir reden hier jetzt nicht von irgendwelchen Kleinigkeiten, sind die ressourcenstärksten, diese Folie noch, die ressourcenstärksten Hackerorganisationen weltweit. Und wir sehen dann eben den Einsatz von Cyberwaffen auf diese Weise, sei es zur Überwachung, sei es eben auch zur Manipulation, tatsächlich als eine Kriegshandlung oder mindestens eine Vorstufe zur Kriegshandlung, also die auch ein erhebliches Eskalationspotenzial hat. Wir reden auch darüber, dass auf solche Cyberangriffe auch konventionellen militärischen Maßnahmen reagiert werden können soll. Das heißt, ja? Ja, also die Frage ist mit der Aussage, dass das eine Kriegshandlung ist, ob wir uns mit den USA im Krieg befinden. Rainer wird nachher noch darauf eingehen, also wir werden nachher nochmal auf die Frage zurückkommen. Ist das okay? Gut. So, wie gesagt, es ist auch vor allem eben eine Vorstufe, eine prinzipielle Vorstufe. Und sie bereiten auch, und das ist der nächste Punkt und jetzt fast schon der letzte, sie bereiten eben auch konventionelle militärische Operationen vor. Also alles, was wir heute sehen an Drohnenangriffen, auch immer im Namen des Kampfes gegen den Terrorismus, was wir da an Drohnenangriffen sehen, wird auch durch solche Maßnahmen vorbereitet, ist zum Teil auch ohne diese Maßnahmen gar nicht möglich, indem die entsprechenden Ziele eben durch diese Ausspähung erkannt werden, entdeckt werden und indem eben diese ganze Steuerung dann auch auf diese Art funktioniert. So, und jetzt starten wir schon mit den Hufen. übergebe ich an Rainer, der dann weiter auf das Thema Cyberkrieg noch etwas näher angehen wird. Dankeschön. Also habt ihr mal diese Werbeeinblendungen für Linux gesehen? Ich finde das ganz großartig. Okay. Also hallo, genau, ich will jetzt nochmal die Sachen, wie Stefan so sehr schön darauf hingeleitet hat und kontextualisiert hat, wie das so mit dem Cyber War und Cyber Krieg, ne, Cyber in Anführungsstrichen, also nur als Hintergrund ist es nicht mehr sehr weit verbreitet, aber es gibt immer noch Menschen, die sagen, man könne sich doch gegen Computer entscheiden, man müsse doch keine Smartphones nutzen und man müsse doch keine Smart-TVs kaufen. Wenn ihr mit dem Auto fahrt, sitzt ihr in rollenden Computern, wenn ihr eure Steuererklärung abgeht, dann nutzt ihr Computer und ohne Konto ist das Leben auch nur noch halb so schön. Ich habe das nur kurz als Folie zur Erinnerung, diese Frage, wollen wir das oder wollen wir nicht, diese Frage hat sich grob vor gefühlt 20 Jahren beantwortet. Also wir reden über eine digitalisierte Infrastruktur und damit müssen wir jetzt irgendwie umgehen. Ein kleiner Begriff noch zu dem Cyber. Wer von euch hat schon mal was von Cyber-Voting gehört? Hände hoch. Okay, ein paar. Oder Cyber-Commerce?
Ja, sehr viel weniger. Immer wenn man über diese Fragen diskutiert, muss klar sein, immer wenn jemand Cyber irgendwas sagt, geht es um Angst. Es geht darum, irgendwie einen Druck aufzubauen, das Unbekannte, Dunkle. Ne, wenn es die guten Sachen sind, dann ist es E. Also E-Voting, E-Government, ne, so E-ID, E ist das Gute, E-Gitarre, naja, ihr wisst schon so. Das heißt also, Cyber ist ganz bewusst, da muss man immer drauf achten, ist ganz bewusst, oder vielleicht auch nicht bewusst, aber die Logik dahin, die danach folgt, ist, dass man in so einer Art geistigen Ausnahmezustand, da gibt es eine Bedrohung, wir müssen uns jetzt wehren. Und wenn man über diese Themen redet, muss man das immer im Hinterkopf behalten. Deswegen haben wir eben auch nicht ein E-Abwehrzentrum, sondern ein Cyber-Abwehrzentrum. Ne, das ist immer okay. Ne, politischer Diskurs versus technischer Diskurs, Cyber-Security, IT-Security. Okay, dann nochmal sozusagen auf einer Folie zusammengefasst, was Stefan vorhin so schön eingebaut hat. Die Kernbedrohung ist unsichere Systeme, das heißt, Systeme haben Fehler und eine bestimmte Art von Fehlern betrifft nicht die Funktion oder irgendwie das User-Interface, sondern die Sicherheitsfunktion. Das heißt, Vertraulichkeit, wer kann darauf zugreifen, Integrität, wer kann es verändern oder Verfügbarkeit, wer kann verhindern, dass es überhaupt funktioniert. Dann gibt es den Begriff Exploit, das ist funktionierende Software, die Sicherheitslücken ausnutzt. Und dann gibt es so verschiedene Exploits, die sozusagen bekannt sind und manche sind unbekannt. Das heißt, für die Unbekannten hatte man 0 Tage Zeit, sich vorzubereiten, deswegen heißen die Zero Days oder O Days. Warum erzähle ich euch das hier? Diese Sicherheitslücken sind die Munition für den Cyberkrieg. Und wie wir so wissen, das Schöne am Digitalen, man kann es verlustlos kopieren, ne? Man kann den Kuchen verschenken und essen. Das ist natürlich, wenn es um Munition geht, eben gewissermaßen auch so. Und das ist natürlich ein riesengroßes Problem an der Stelle. Und um das mal so ein bisschen konkret zu machen, gucken wir uns kurz 3 Fälle an, wo es zu diesem Cyberkrieg kam. Erstens Stuxnet 2010, da sollten Uranzentrifugen in Natanz angegriffen werden. Das war eine kombinierte Aktion von NSA in USA, Unit 8200 in Israel und GCHQ in Großbritannien, die aktiv sozusagen diese Iran-Anreicherungsanlagen angegriffen haben. Und jetzt kommt der Punkt zu der Frage, befinden wir uns im Cyberkrieg? Das ist gerade die Diskussion. Nennen wir solche Angriffe kriegerische Angriffe, auf die man auch ballistisch antworten kann oder nicht? Wir finden, da muss man mal ein bisschen runterschalten, nicht gleich alles Krieg nennen, sondern aushandeln, was für Regeln brauchen wir dafür, global, um zu verhindern, dass wir diesen Kriegszustand haben. Im Moment haben wir da so ein bisschen wilder Westen. Also das war eine ganz klare kriegerische sozusagen Aktion. Die Antwort vom Iran war, die 3 großen US-amerikanischen Banken, die ATMs USA-weit abzuschalten. Die Nachricht war, wir können das auch, wollen wir das jetzt wirklich gerade anfangen. Also was die können, können wir auch. Also es gibt gerade keine Regeln dafür, da müssen wir ein bisschen aufpassen. 2. Punkt, hochinteressant. Das Blog von einem IT-Sicherheitsforscher wurde angegriffen, einer der größten Angriffe der Geschichte. Und jetzt war die Frage, ja, wo kam denn das überhaupt her, wer hat denn diese Power? Naja, der Angriff auf dieses Blog des Sicherheitsforschers war von Hunderttausenden von 9,99 Euro Amazon-Webcams ausgemacht worden. Das heißt also, die Leute, die diese Infrastruktur dafür zur Verfügung gestellt haben, das waren Leute, die von selber gar nichts wussten. Wahrscheinlich hat die Webcam sogar weiter funktioniert. Also bei IT-Sicherheit und Cyberkrieg geht es noch nicht mal darum, ob ich persönlich davon einen Nachteil habe, weil mein Kühlschrank mir weiter die Milch bestellt. Aber wenn halt die Tür zu ist, ist nicht nur das Licht aus, sondern er fährt auch noch Angriffe gegen irgendwelche Infrastrukturen. Ne, also IT-Sicherheit heißt immer, vernetzte Welt heißt auch vernetzte Verantwortung und das müssen wir verstehen. Deswegen ist eben dieses Cyberpeace, was wir nennen, ne, ist mehr als die Abwesenheit von Krieg. Das heißt tatsächlich, ein friedliches Internet zu haben. Wir haben nur das eine und wir finden es großartig und deswegen wollen wir es auch behalten. 3. Fall, ganz interessant, WannaCry, in 4 Tagen 4 Milliarden Dollar Schaden, angegriffen wurden Personen, Firmen, Krankenhäuser, Eisenbahnen, Mobilfunkprovider und so weiter. Warum ist das ein interessanter Fall? Weil die Munition dafür, die Sicherheitslücke, kam aus dem Fundus der NSA, die haben nicht richtig aufgepasst, hups. Und man sieht daran, diese Sicherheitslücken, dadurch, was wir so eine Software-Monokulturen haben, kurz danach hat das Department of Defense der NSA gesagt, habt ihr eine Meise? Unsere Systeme haben auch Windows.
Windows, ne? Virenwarnung, Achtung. So, und an der Stelle ist schon mal klar, man kann da nicht lokal argumentieren, sondern es geht immer um das Netz. Deswegen ist das, ne, das friedliche Internet ist ein nachhaltiges Internet. Ansonsten laufen wir einfach Gefahr, das zum militärischen Kampfplatz werden zu lassen. Und immer wenn man Cyberwar hört, dann geht es immer darum, ihr kennt ja bestimmt alle diese ZDF-Dokumentation, der Cyberwar, brennende Kraftwerke und so weiter. Na, das ist das, damit man irgendwie Zuschauerinnen und Zuschauer bekommt. Ich habe das mal so aufgebaut als Szenarien. Es gibt das Szenario 3, das ist das, was man immer so liest und worüber man drüber spricht. Entschuldigung, dass Cyber nicht in Anführungsstrichen ist. Tatsächlich, was wir aber aktiv schon haben gerade, ist Szenario 1, ist Szenario 2. Das heißt, Szenario 1, die unsichere Infrastruktur, die wir aus verschiedenen Gründen haben, wird kompromittiert und dann wird damit aber nichts gemacht. Und am Verhandlungstisch ist es doch immer schön zu sagen, wir können hier miteinander sprechen, aber wir alle an diesem Tisch wissen, wer hier die Macht ist. Die NSA zum Beispiel mit 10 Milliarden US-Dollar im Jahr, der gesamte geheimdienstliche Komplex mit 50 Milliarden US-Dollar im Jahr. Am Verhandlungstisch ist es dann relativ schwierig, da auf Augenhöhe zu diskutieren, wenn das der Fall ist. Ne? Also tatsächlich reden wir über Szenario 2 und nicht über Szenario 3 und das ist das Gefährliche. Cyberkrieg ist nicht das Krabums, was stinkt und Anlagen plötzlich ausfallen lässt, sondern zu wissen, dass die anderen das könnten. Und das ist das Interessante, deswegen, das müssen wir als Friedliches machen. So, jetzt kommen wir noch zum letzten Punkt. Stefan, willst du dazu was sagen? Sonst müssen wir das vielleicht überspringen. Ja, vielleicht in aller Kürze. Also das FIF hat eine Kampagne dazu konzipiert und durchgeführt zum Thema Cyberpeace. Das, was wir hier jetzt erzählen, ist auch ein Stück weit das Ergebnis dieser Kampagne. Ich werde jetzt nicht diese ganze Folie vortragen, das wäre alleine eine halbe Stunde. Wir haben Forderungen dafür aufgestellt und die seht ihr hier, also zumindest in der Kurzform. Letztendlich geht es um 4 Themenbezirke. Einmal, wir brauchen ein Stück weit Vertrauen im Internet, trotz allem. Ohne Vertrauen wird es nicht gehen. Und es wird, wie wir auch schon verschiedentlich gehört haben, auch nicht so gehen, dass wir technischen Ersatz für dieses Vertrauen versuchen zu schaffen. Also Blockchain ist ja da das richtige Stichwort. Das böse Wort, genau. Der zweite Bereich ist keine offensiven Operationen, also offensive Cyber-Operationen werden grundsätzlich abgelehnt. Das Gegenstück, und das ist im Prinzip dann die defensive Operation, nämlich IT-Sicherheit, da wird Rainer gleich nochmal sehr detailliert drauf eingehen, kritische Infrastrukturen absichern oder besser gesagt alle Infrastrukturen absichern, IT-Sicherheit als, ich sage mal, Gegenmodell zu diesen Angriffen. Und letztendlich muss das alles politisch kontrolliert werden, politische Kontrolle bewahren durch entsprechende Initiativen auf allen Ebenen. Und wie gesagt, der Kernpunkt ist tatsächlich die Absicherung von Infrastrukturen, Absicherung der Systeme. Und da sagt jetzt Rainer noch was dazu. Genau. Also ich gehe nicht sehr detailliert drauf ein. Ich versuche es in der Zeit zwischen Erdgeschoss und dritter Etage im Fahrstuhl, um bei der Konferenz zu bleiben. Also der Punkt ist natürlich an der Stelle, Sicherheitsschwachstellen müssen veröffentlicht werden, also erst gefixt und dann veröffentlicht, die aus welchen Zwecken auch immer zurückzuhalten, seien es nur Sicherheitsbehörden, die sagen, aber dann können wir die Terroristen fangen, wir sind entweder alle unsicher oder alle sicher, da gibt es leider nichts dazwischen, so funktioniert Informatik, das heißt, es gibt keine öffentliche Sicherheit ohne IT-Sicherheit, das heißt, die Frage immer ist nicht zwischen Privatheit und Sicherheit, sondern die Frage ist zwischen verschiedenen Sicherheitsbegriffen und wir wählen den der öffentlichen Sicherheit und nicht den der Geheimdienste und Sicherheitsbehörden. Keine Erstschläge, das hat Stefan schon gesagt, wir müssen die Geheimdienste zurückschneiden, wir haben viele Diskussionen geführt, öffentlich und nicht öffentlich. Die Denkweise der Geheimdienste an der Stelle ist ganz klar und ganz eindeutig, das ist ein grundsätzliches, prinzipielles Problem, wo wir als FIF auch eine eindeutige Meinung haben. Das ist eine Denkweise, die mit dieser Art von Internet, was wir alle wollen und brauchen, nicht kompatibel ist. Das muss man leider nach Jahren der Diskussion und Aushandlungen hinter verschlossenen und offenen Türen leider konstatieren. Förderung freier und offener Software. Wenn freie und offene Software verwendet wird, dann kann man darin auch Sicherheitslücken
unabhängig finden. Nicht, dass ihr das alle machen sollt, aber ihr müsst nicht nur dem Hersteller vertrauen. Das ist der Punkt. Und der letzte Punkt, Softwarehaftung. Wenn ihr irgendeine Software verwendet und egal, ob ihr jetzt persönlich ihr seid oder eine Stadt, die das einsetzt, dann unterschreibt ihr erstmal, dass egal, was damit passiert, niemand dafür haftet und das Ergebnis haben wir jetzt. Bananasoftware, die reift beim Anwender. Und damit will ich auch enden, um noch Zeit für Fragen zu lassen. Herzlichen Dank. Ja, hallo, mein Name ist Erik. In Bonn gibt es jetzt ein neues Cyber Security Zentrum. Ist es eine Chance oder seht ihr das eher kritisch? Als Nachfrage, von wem ist das? Ah, Telekom. Naja, also das Problem ist so ein bisschen, gerade diese Fragen hier, die wir gesehen haben, Schwachstellen veröffentlichen, Softwarehaftung, das sind Fragen, die erste widerspricht den geheimdienstlich-militärischen Interessen und das letzte widerspricht massiv den wirtschaftlichen Interessen. Einige Sicherheitszentren, das wird sich zeigen, in welche Richtung die Forschung geht. Wir kennen die Probleme und die sind struktureller Natur. Da hilft es nicht den Leuten, sichere Software einzeln zu geben oder zu sagen, wir müssen jetzt alle die T-Systems Cloud verwenden. Das sind strukturelle Probleme und das kennen wir auch bei den Umweltfragen. Ich finde es sehr, sehr schön, wenn Einzelmenschen weniger Wasser verbrauchen. In Berlin ist es natürlich Unsinn, ne? Wegen BVG, die Wasserbetriebe flaschen dann selber wieder die Abwasser. Aber das sind systematische Fragen und da muss man auf der systematischen Ebene das angehen. Das heißt, wenn die das machen, finden wir es sinnvoll. Aber das so auf so einer Unternehmensebene anzusiedeln, wird zum Beispiel gegen den letzten Punkt wahrscheinlich nichts tun. Wir müssen da fundamental was ändern. Okay, Dankeschön. Ja, hallo, danke für die wichtige Arbeit. Mein Eindruck ist, dass ihr das Wort Krieg noch zu stark verwendet und durch die Wiederholung eigentlich, das praktisch eskaliert. Warum habt ihr euch bewusst dafür entschieden, diese Worteskalation mitzumachen? Wir haben, Sekunde, wo ist es an der Stelle? Wir haben das verwendet, weil leider, also du hast völlig recht, mit dem Punkt, wir versuchen es auch immer, je nachdem, mit wem wir auf welcher Ebene sprechen, genau das zum Thema zu machen. Deswegen haben wir als Überschrift auch Cyber Peace genommen und eben, ne, nicht, also das ist leider so ein Schlüsselwort, unter dem es noch bekannt und verwendet wird. Das ist so ein bisschen wie Datenschutz, schützt ja auch keine Daten, sondern Menschen und so weiter. Völlig richtig, deswegen ist unsere 14. Forderung auch wohldefinierte und entmilitarisierte politische Sprache. Deswegen 100% Recht an dich. Das ist auf alle Fälle ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Danke für die Bemerkung. Okay, ganz herzlichen Dank, Stefan Hügel und Rainer Rehak. Danke euch.